I can't forget the glamour. I can't forget the glamour. I can't forget the glamour. Es regnet. Nee, es nieselt nur noch. Ich brauche dringend Schlaf. Und aufs Wochenende kommt die Sonne. Das ist so quasi das, was ich euch sagen kann. Denn mein Kopf ist noch nicht ganz so wach, wie ich es bin. Egal, naja, der heutige Tag wird gemütlich sein, da wir echt keine Arbeit mehr haben. Das heißt, vielleicht können wir so kurz aufräumen, dass wir nachmittags früher gehen können. Was extrem cool wäre. Und ansonsten sehen wir es dann. I can't forget the glamour. Okay, ich habe gerade irgendwie eine Stunde gepennt, geduscht, bin von der Arbeit nach Hause gekommen, hat noch einen Freund da. Ich bin mausemüde, aber ich hoffe, ich kriege irgendwie noch einen coolen Vlog heute hin. Wird ein bisschen schwerer, aber ey, alles muss gemacht sein. Okay, wir haben wieder mal ein bisschen was später als eigentlich geplant. Wir haben immer noch Besuch und ich bin ja völlig überdunkelt. Machen wir es kurz einfach so. Da draußen ist ein Wolkenspiel, abartig geil, deswegen mache ich jetzt noch ein paar Timelapses. Besuch ist zwar immer noch da, kann ich aber mal nebenbei machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Drohne nochmal hochlassen soll, denn das sieht so geil aus und ihr seht schon an meinem Gesicht an, das Licht ist rötlich, das ist so nice. Vlog geht schön brav, langsam aber sicherlich ans Ende. Aber das hat nicht allzu viel zur Sache. So sieht es gar nicht so scheiße aus. Warte mal, Kamera wechseln. Okay, das war's vom heutigen Vlog. Ich hoffe, der ist nicht allzu kurz gekommen. Tut mir auch leid, dass die Kamerasequenz jetzt so gewechselt haben. Ich habe vorhin noch eine Aufnahme gemacht mit einem Thema, das ich nicht ansprechen will. Das ist jetzt nur noch Scheißfüller. Jedenfalls, ich habe die Drohne heute mal wieder scheinen lassen. Der Akku scheint dennoch nicht zerstört zu sein. Morgen wird der Akku noch geladen. Dann werde ich morgen mit einem älteren Herrn ein bisschen Drohnen fliegen, wenn die Zeit geht und das Wetter mitmacht. Und naja, das ist so quasi das, was ich euch erzählen kann. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen und einen schönen Tag. Haut rein und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Vlog.